Hallo und herzlich willkommen auf Cook and Bake Idioten Safe. Heute dreht sich alles um diese drei veganen Aufstriche. Wir haben ja schon vor kurzem auf Instagram geteilt, dass wir ein kleines Tasting zu diesen veganen Schokoaufstrichen gemacht haben. Heute wollen wir ein bisschen näher auf diese eingehen. Die Schokoaufstriche sind nicht nur vegan, sondern haben auch unterschiedliche Zuckerarten oder auch eben verschiedene Nusssorten. Somit sind sie wirklich sehr individuell im Geschmack und es ist irgendwie für jeden was dabei. Die ein oder andere Schokocreme kommt vielleicht sogar auch einer berühmt-berüchtigten Schokocreme geschmacklich sehr nah. Unsere erste Schokocreme heißt so vegan, so fein. Diese Schokocreme wurde palmölfrei und glutenfrei verarbeitet. Der Aufstrich ist biozertifiziert und trägt auch ein Fairtrade-Label. Hierbei ist zu beachten, dass das grüne Siegel mit dem Blatt auf der Rückseite das offizielle von der EU vergebene Biosiegel ist. Hier wurde auch das sechseckige Biozeichen, was einst ein deutsches Zertifikat war, auch aufgedruckt. Allerdings ist dieses nicht mehr wirklich offiziell gültig. Es wird dennoch weiterhin gedruckt, hat aber die gleichen Richtlinien und Kriterien wie das grüne offizielle EU-Biosiegel. Es ist mehr oder weniger doppelt gemoppelt in dem Fall sozusagen. In dieser Schokocreme wurde als Hauptzuckerquelle Rohrzucker verwendet und im Nachgang sehen wir auch, dass hier nochmal getrockneter Reissirup verwendet wurde. Ansonsten sehen wir hier, dass hier als Nussquelle Mandeln mit 15%igem Anteil verwendet worden sind und und unseren Schokoanteil haben wir hier in dieser Schokocreme mit 14%. Und hier unten sehen wir auch nochmal, auf welche Produkte das Fairtrade-Label sich bezieht und sehen, dass sich das Fairtrade-Label auf 47% des Gesamteinteils dieser Produkte bezieht. Bei unserer zweiten Schokocreme handelt es sich um Hazel Herz, eine vegane Schokonusscreme, welche genauso wie die erste glutenfrei und palmölfrei verarbeitet worden ist. Bei dieser Schokocreme handelt es sich um eine Haselnuss-Schokocreme mit einem 35%igen Haselnussanteil. Als Zuckerquelle wurde hier Kokosblütenzucker verwendet. Auf dem Produkt ist auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie Orang-Utans in Not e.V. unterstützen. Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich habe einmal auf ihrer Homepage nachgeschaut und unter unseren Projekten konnte ich nachlesen, dass es ihnen nicht nur genüge, auf Palmöl in ihren Produkten zu verzichten, zur Unterstützung von der Abholzung des Regenwaldes, was letztendlich zur Zerstörung der Lebensräume von zum Beispiel eben Orang-Utans führt und auch natürlich zahlreichen anderen Tieren. Sie eben auch hier nochmal erwähnen zusätzlich, dass sie den gemeinnützigen Verein Orang-Utans in Not e.V. unterstützen. In welcher Form diese Unterstützung noch zusätzlich zu palmölfreien Produkten passiert, ist jetzt hier nicht nochmal verdeutlicht. Bei dem dritten und letzten Aufstrich handelt es sich um einen Kokos-Schoko-Aufstrich. Dieser ist auf Basis von Agavendicksaft. Das Produkt ist biozertifiziert und zusätzlich zu den EU-weiten und staatlichen Biosiegel haben wir hier ein weiteres, das sogenannte Naturland-Siegel. Produkte, die mit diesem Siegel versehen sind, erfüllen die von der EU vorgegebenen Richtlinien und noch weitere strengere Auflagen. So, nach ein paar Produktinformationen kommen wir nun zum Geschmackstest. Als erstes haben wir diesen Aufstrich getestet. Die Schokocreme ist super cremig und hat sich auch sehr gut auf das Brot schmieren lassen. Die Schokocreme ist wirklich sehr lecker gewesen. Man schmeckt auf jeden Fall sehr deutlich den Sonnenblumenölanteil, der hier in der Zutatenliste an zweiter Stelle steht.
Das kann natürlich auch für den einen oder anderen nicht zum Genuss werden, wenn man Sonnenblumenöl, Sonnenblumenkerne, diese Geschmacksrichtung nicht so sehr mag. Aus meiner Sicht ist das bei dieser Schokocreme im Geschmack zumindest auf jeden Fall die Besonderheit, dass man eine Nuance von Sonnenblumenölgeschmack, sage ich jetzt mal, dass man das rausschmeckt und das so ein bisschen den Geschmack dieser Schokocreme verfeinert. Die zweite Schokocreme, die wir probiert haben, war die von Hazelherz. Diese Schokocreme hat uns geschmacklich wirklich einfach nur überrascht. Mit so einem extremen Geschmack, also wirklich mit so einer Explosion im Mund, haben wir nicht gerechnet. Die war wirklich super lecker. Ja, was vielleicht bei dieser Schokocreme ein wenig stören könnte anfänglich, ist die ja doch ziemlich klumpige Konsistenz, wenn man die Schokocreme öffnet. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass das Absetzen von Öl auf die Reinheit des Produktes hinweist und vor Gebrauch man es gut umrühren sollte. Wir haben das auch gemacht auf jeden Fall und man muss es schon sehr kräftig machen und zumindest war es bei uns so, dass wir das nicht ganz geschafft haben, eine homogene Masse dann am Ende zu erhalten. Das hat sich dann am Ende doch noch unten was festgesetzt gehabt, was nicht mehr gut durchmischbar war. Das sollte man auf jeden Fall bedenken vor Gebrauch, das gut zu umrühren. Und letztendlich könnte es dennoch sein, dass es nicht ganz homogen wird. Aber am Geschmack wird das sicherlich nichts ändern. Kommen wir zum letzten Aufstrich, der Kokos-Schoko-Aufstrich. Dieser Aufstrich, wie ihr ja auch sehen könnt, war im Vergleich zu den anderen nicht ganz so cremig, beziehungsweise überhaupt nicht cremig. Es war eher sehr stichfest. Geschmacklich ist in dieser Schokocreme ganz klar die Kokosnuss am dominantesten. Also wer Schoko und Kokosnuss mag und das beides auch in Form von Aufstrich vielleicht möchte, ist das vielleicht genau das Richtige. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr Lust habt auf weitere Tasting- und Produktinformationsvideos, dann lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Und lasst uns doch auch mal wissen, ob ihr überhaupt diese Schokocremes schon kennt oder was ist denn eure Lieblingsschokocreme. Wir wünschen allen einen guten und gesunden Appetit. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.